Ja, wir wollen mal so einen kleinen Rückblick machen auf die letzte Woche. In der letzten Woche gab es ja eine Vielzahl von Anträgen der Linken, die eine ganze Menge Ausschüsse durchlaufen haben. Wesentlich war natürlich unser umfangreicher Antrag zum Wohnen und der war zuerst im Planungs- und Umweltausschuss. Das Ergebnis, naja, Anke, erzähl doch mal, wie lief das da ab? Ja, also es gab eine rege Diskussion zu unserem Antrag. Es war, naja, den anderen Fraktionen war der Antrag offenbar wieder zu konkret oder zu früh. Uns wurde Vorwahlkampf vorgeworfen und dass wir Forderungen der BIPs kopiert hätten, die sie schon immer sich auf die Fahnen geschrieben haben. Aber das Wesentliche war die Stellungnahme der Verwaltung, die unglücklicherweise erst am selben Vormittag erschienen war, enthielt einen Passus, dass die Zahlen, also die Bedarfszahlen für Braunschweig gerade aktualisiert werden sollen. Und darauf haben sich die anderen Fraktionen dann berufen. Sie könnten jetzt noch nicht über diesen Antrag entscheiden. Einige Fraktionen haben auch gesagt, ja, sie könnten sich ja vorstellen, Teilen davon zuzustimmen, aber eben nicht allen. Und dann am Ende wurde der Antrag zurückgestellt auf das Drängen der anderen Fraktionen. Was heißt denn das zurückgestellt? Gibt es da jetzt gar keine Entscheidung oder so? Befassen die anderen sich da gar nicht mit? Na, die wird dann, dieser Antrag wird in der nächsten Ausschussrunde dann wieder auf der Tagesordnung stehen. Aha, also erstmal ein bisschen Zeit gewonnen. So, es gab unter anderem in der letzten Woche ja auch den Ausschuss für Soziales und Gesundheit. Und das Wohnthema war ja da ja nicht mehr so ganz präsent durch die Entscheidung im Planungs- und Umweltausschuss. Aber beispielsweise die Aufhebung der Nutzungseinschränkung für das Mobilticket, also da sind ja insbesondere die Geringverdiener von abhängig, das wurde im Ausschuss für Soziales und Gesundheit behandelt. Gisela, wie war das da? Ja, erstmal zur Richtigstellung. Wir haben tatsächlich dieses Wohnen aber doch auch noch im Sozial- und Gesundheitsausschuss kurz behandelt, weil ich gesagt habe, auch wenn ich es rückstellen lassen will, dass ich doch ganz kurz die Punkte ansprechen möchte, die speziell den Sozialausschuss angehen. Man muss aber sagen, die Haltung war ähnlich wie von Anke geschildert, dass im Grunde genommen gesagt wurde, das sind, erstmal wurde gesagt, das sind falsche Zahlen, was so aber natürlich nicht stimmt. Und das Zweite war, dass man eben abwarten soll, es geht eine neue Studie und von daher war man also froh, dass man dieses Rückstellen auch für den Sozialausschuss dann hatte. Zum Mobilticket eine ähnliche Haltung. Im Grunde genommen läuft im Moment bei den Anträgen, die wir stellen und die immer relativ deutlich Maßnahmen fordern, die also konkret sind, läuft immer die Argumentation, wenn man sie nicht sofort ablehnen kann, weil man dann selber schlecht dastehen würde, dass man sagt, wir müssen erstmal gucken, wir müssen erstmal nachfragen, wir müssen noch bestimmte Erfahrungen sammeln und so, war es auch beim Mobilticket. Da wurde jetzt das Schülerticket bemüht, gesagt, wir haben jetzt neu dieses Schülerticket für 15 Euro. Da müssen wir jetzt gucken in den Stoßzeiten am Morgen, wie sich das überhaupt entwickelt. Und meine Argumentation, dass das ja gar nicht die Zeiten wahrscheinlich betrifft, sondern die Leute, die eben vor 8:30 Uhr fahren müssen, für die es wichtig wäre, dass diese Beschränkung aufgehoben wird, die fahren in der Regel wahrscheinlich um 5:30 Uhr, vielleicht auch um 6:30 Uhr. Das heißt, wahrscheinlich eher vor den Schülern. Und von daher war es eine völlig unsinnige Diskussion, aber der Antrag ist leider abgelehnt worden. Ja, vielleicht noch eine sozusagen letzte Frage. Den Antrag hatten wir ja überschrieben zum Wohnen. Taten sind gefragt aufgrund des großen Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Vielleicht von euch beiden kurze Antwort. Glaubt ihr, dass Taten in Sicht sind oder geht es doch eher wiederum nur um Prüfen, um Glauben, um Gutachten und um viele Gespräche? Was glaubt ihr? Können wir Taten erwarten? Das ist ja eine Suggestivfrage. Insofern, es ist schon klar, es werden keine grundsätzlich neuen Zahlen bei der GEWOS-Studie rauskommen, die jetzt neu sein wird, weil die Zahlen liegen ja schon auf dem Tisch. Wir haben in Braunschweig zu wenige Wohnungen gebaut. Wir liegen am Ende der Skala, wenn man die Kommunen, die anderen sich ansieht. Und von daher, was das Wohnen angeht, hätte man jetzt Taten einleiten sollen. Und sind die zu sehen bei den anderen Fraktionen? Bei den anderen Fraktionen nicht.
Wobei meine Meinung nicht ist, dass wir der Verwaltung absolute Tatenlosigkeit vorwerfen sollten. Es sind ja einige Wohnungen für die Planungsrecht geschaffen worden in der Pipeline. Man müsste jetzt nur mit Volldampf und noch eine Schippe drauflegen, so weitermachen. Dann wären die von uns beantragten Zahlen auch durchaus erreichbar an neu zu bauenden Wohnungen. Okay, vielen Dank.